Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode des Daily Karrieremodus. Wir sind am Start und heute geht es los. Ihr habt entschieden, für welchen Verein ich in Zukunft die Entscheidungen über Transfers, Aufstellungen, Siege oder Niederlagen treffen soll. Ihr konntet auf Instagram, Facebook und Twitter eure Kommentare und eure Meinungen abgeben und im Endeffekt habt ihr entschieden und wir starten gleich mit diesem Verein, den ihr bereits auf dem Thumbnail sehen könnt, rein in die Karriere in FIFA 17. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Diese Karriere nochmal zur Erklärung wird jeden einzelnen Tag, wenn ich es zeitlich schaffe, ungecuttet kommen. Ja, sowas wie beispielsweise bei Schlappi mit Darmstadt. Dazu wird es die Karriere mit Hannover 96, Manchester City und The Journey geben, die allerdings gecuttet beispielsweise. Also freut euch auf jeden Fall darauf. Ich habe richtig, richtig Bock und ich hoffe, ihr auch auf diesen Karrieremodus. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Videobeschreibung sind Links zu IG Vault. Natürlich auch zu Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, also Social Media Links. FIFA 17 könnt ihr euch da kaufen. Nur mein Merch könnt ihr abchecken. Könnt ihr alles auf jeden Fall mal machen und ich würde sagen, ohne weiteres Geschnacke starten wir rein. 60% Erhöhung und globales Transfernetzwerk. Ich werde gleich nochmal kurz erläutern, warum die 60% Erhöhung. Transfernetzwerk ist immer gar nicht so schlecht, einen Scout zu haben und wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht mitnehmen. Und jetzt kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Das ist der Verein, für den ihr euch entschieden habt und zwar sowohl auf Strawpoll als auch in den Kommentaren. Allgemein wurde der sehr oft vorgeschlagen. Wir haben originales Stadion mit dem Borussia-Park. Wir haben ein ambitioniertes Team, das seit Ewigkeiten nicht mehr Meister war. Aber das auf jeden Fall irgendwann wieder Meister werden könnte. Und wir haben richtig geniale Spieler. Beispielsweise ein Stindl, Raphael, ein Hazard, Christensen, Vestergaard und natürlich nicht zu vergessen den besten rechten Mittelfeldspieler der Welt. Und das ist natürlich Jan Sommer, den ihr auf dem Thumbnail schon sehen könnt. Ich würde sagen, ich erkläre euch ganz kurz, Transferbudget, warum 60% Erhöhung? Gladbach hat Xhaka verkauft, 45 Millionen eingenommen. Sie haben auch ein bisschen was ausgegeben, aber trotzdem glaube ich, mit 60% nochmal da drauf, da sind dann so ungefähr 15 Millionen nochmal. Dann haben wir so knapp, na, 42. Ich glaube, dann bekommen wir eher hin an das Budget von Gladbach. Denke ich, ist ganz in Ordnung. Wenn ihr es nicht findet, dann ist es jetzt halt so. Tut mir leid, aber ich werde sowieso nicht die krankesten Transfers machen. Ich habe jetzt schon mal auf Instagram gefragt, welche Transfers ihr gerne sehen wollt. Und da werden wir mal abwarten, was da so bei rumkommt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare unter diese Episode, weil so viel werden wir hier heute nicht machen, weil wir uns natürlich erstmal reinfinden müssen in den Verein. Und wie gesagt, es ist angekattet. Aber wenn ihr Vorschläge habt, was die Karriere an sich angeht oder eventuell was Transfers angeht, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und jetzt starten wir rein. Wir haben gerade die Ziele schon so ein bisschen gesehen, aber dazu kommen wir natürlich gleich nochmal. Ich zeige euch alles ganz genau. Ich habe mich schon ein bisschen reingefuchst in den Karrieremodus. Erstmal werden wir folgendermaßen aussehen und zwar, wenn man nochmal blond sein könnte, das wäre echt schön. Kann man aber nicht, deswegen sehen wir so aus und wir tragen ein Hemd und einen Schlips. Sagen wir Hemd und Schlips? Oder tragen wir einen Anzug? Wir tragen Hemd und Schlips. Das sieht aus wie Holger Fach. Wir tragen Trainingsanzug, oder? Ja. Ja, gut. So, ich sehe wahrscheinlich später niemals so aus, aber wir nennen uns trotzdem Max MGT. Ihr natürlich auch André Schubert machen können, aber ich möchte natürlich mich selber als Coach haben. Ich denke mal, das sollte einigermaßen klar sein. Nationalität ist leider Gottes nicht England, sondern Deutschland, aber das ist auch in Ordnung. Und damit starten wir rein. Spielschwierigkeit Legende. Ich habe bisher noch gar nicht gespielt. 5 Minuten Halbzeit aktuell herunterladen. Währung Euro. Und das bleibt auf Legende. Dass ihr euch das merkt. Nicht, dass ich wieder die ganze Zeit gefragt werde, Max, auf welcher Schwierigkeit spielst du? Das sieht so einfach aus. Das kann sich im Laufe des Jahres entwickeln. Am Anfang wird es sehr schwer werden. Eventuell werde ich irgendwann besser. Aber das muss nicht zwingend heißen, dass ich irgendwie umgestellt habe. Das werde ich nämlich nicht machen. Aktuelle Kader sind heruntergeladen. Und jetzt sehen wir direkt mal umfassendes Vereinsmanagement. Willkommen bei der FIFA 17 Trainerkarriere als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Also im ehemaligen Bökelberg. Bist du nicht nur für den spielerischen Erfolg deines Teams verantwortlich, sondern musste sich in Zusammenarbeit mit dem Vorstand auch um verschiedene andere Aspekte eines Fußballvereins kümmern. Und was das bedeuten soll, werden wir uns gleich angucken. Unter anderem haben wir Ziele, beispielsweise Spieler zu verpflichten oder auch sowas wie Trikotverkäufe anzukurbeln. Wie genau das funktioniert, habe ich noch nicht ganz raus, werden wir aber sehen. Wir sehen hier, Turin holt Miralem Pjanic von der Roma für 53,5 Millionen. Ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich meine, er hat 40 gekostet oder 35 oder sowas. Aber gut, wir kennen das ja. FIFA nimmt es mit den Transfersummen nicht ganz so locker, beziehungsweise nicht ganz so eng und wir werden das wahrscheinlich auch gleich bei Granit Xhaka sehen, denn der wird hier deutlich günstiger wahrscheinlich gewechselt sein als in Realität. Mondon da angeblich auch 35 Millionen gekostet, kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen, aber naja, ihr seht schon, gestern eine Karriere mit Hamburg gestartet mit dem Kumpel, Grüße an Max an dieser Stelle, aber war nur auf Platz 2 der Abstimmung, dementsprechend wird sie nicht geben. Übrigens war, glaube ich, Leipzig auf Platz 4 tatsächlich, nee, Schalke auf Platz 4 und Leipzig auf Platz 3, zumindest mein aktueller Stand. Also ihr seid
gerade nochmal um Leipzig rumgekommen, obwohl sie in der ersten Abstimmung, wo ich nur auf die Top 4 geschielt habe, noch auf Platz 1 waren. Naja, weiter zu den Einladungen. Glückwunsch Max MGT, wir gehen rein und gucken uns die Turniere an, die wir spielen können. Wir haben drei Turniere mit ähnlichen Preisgeldern, wir nehmen aber das Rechte, das sehe ich jetzt schon. Wir haben hier zwar interessantere Gegner, aber das ist more likely zu gewinnen und das Geld ist nur 500.000 weniger, das passt einigermaßen und der Pokal sieht nicht so aus wie der Champions League Pokal, das finde ich irgendwie besser. Und dazu spielen wir gegen Milan. Und das ist, denke ich mal, ganz interessant. Grüße an dieser Stelle an Alex Pato, falls du das jemals sehen solltest. Starten wir rein. Das ist unser Turnier, das wir spielen werden. Und wir werden natürlich direkt mal gleich die Ziele vorgestellt bekommen von unserem Vorstand. Und ich glaube, das sieht dieses Mal direkt am Anfang gleich anders aus. Nee, sieht es nicht, aber genau, Vorstandserwartungen sehen wir da unten. Gut, wir gehen erstmal hier drauf. European Continental Shield. Ja, wir haben folgende Gegner in der Gruppenphase. Celta Vigo, Chievo Verona und FC Turin. Und ja, wie ihr weiter bekommen, desto höher wird, ne, ich denke mal, ist klar. Trikotverkäufe, die wollen 40 Millionen haben. Die Ziele gucken wir uns gleich an. Wichtige Infos zum Transfermarkt kennen wir schon. Unsere Vision, unsere Erwartungen sehen wir auch gleich. Markenpräsenz, die Stärken der Vereinsmarke und der Popularität des Vereins. Erfolge national, das Abschneiden, bla bla bla. Einfach nur eine Erklärung. Scoutbericht ist da. Und Thorsten Graf möchte sich vorstellen. Sehr freundlich, Scoutbericht gucken wir uns direkt mal an. Allerdings werde ich davon jetzt erstmal keinen benutzen und werde die alle erstmal löschen. Denn ich denke mir nicht, dass wir hier von irgendjemandem nehmen sollen. Wo war gerade Dzucak? War der bei Lautern? Ich habe es nicht richtig gesehen. Hoffe ich zumindest. So, Trikotverkäufe, da sind wir. Sie wissen bereits, Merchandising ist wichtig, bla bla bla. Wir gucken uns die Ziele einfach mal an. Wir haben 6 verschiedene Bereiche. Erstmal, verringere die Spielergehälter um wöchentlich 50.000. Was ist das denn? Das ist so gut wie unmöglich, das werden wir niemals auf die Kette kriegen, vor allem weil wir uns ja verbessern wollen. Erfolge national, Runde letzten 16 und Champions Cup Platz, das heißt, wir müssen auf Platz 4 mindestens kommen oder den Pokal gewinnen. Das wird, denke ich mal, nicht so einfach, obwohl, Pokal gewinnen kommt in die Champions League, ne? Wir brauchen Platz 4, zumindest um in die Quali zu kommen. Dazu, Continental schaffe die Euroleague-Qualifikation. Ja, ich denke mal, dass... geht Hand in Hand, wenn ich Champions Cup schaffe, schaffe ich auch Euroleague. Egal, Markenpräsenz, 40 Millionen aus Trikotverkäufen. Ich weiß nicht, wodurch das angekurbelt wird, wahrscheinlich aber durch gute Leistungen. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber wenn man verliert, werden wahrscheinlich weniger Trikots verkauft. Wenn man teure Spieler kauft, werden natürlich davon Trikots gekauft. Beispielsweise Ibrahimovic, wir wissen das ja, wie viel der schon generiert hat und alleine Pogba mit den Trikots bei Man United. Nachwuchsentwicklung, das finde ich sehr, sehr schön, dass es dafür ein Ziel gibt. Verpflichte einen Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden, für die Profimannschaft und sorge für einen Einsatz in 10 Spielen, Startup oder Einwechslung. Das ist definitiv mal interessant, aber hat nur mittlere Priorität, also ist nicht das allernötigste Ziel. Verbessere die Jugendakademie oder beziehungsweise einen Jugendakademie-Spieler um mindestens 10 Gesamtpunkte, setze sie in 5 Spielen in der Startelf oder als Einwechselspieler ein. Auch interessant, Nachwuchsförderung schreibe ich sowieso groß. Schaffe die Euroleague-Qualifikation, ja, den Rest haben wir ja schon gesehen. Was auch immer das heißen soll. Schaffe die Euroleague-Qualifikation, aber belegen Champions Cup-Platz. Das heißt, wir dürfen quasi in der Quali rausfliegen oder was. Naja, weiß ich nicht. Egal, sieht auf jeden Fall ganz nice aus und wir gucken uns direkt mal den Kader an. Erstmal unsere Finanzen. Wir haben momentan einen Erlös von 19,3 Millionen. Wir haben 35 ausgegeben, 54 eingenommen. Ja, das ist wahrscheinlich alles durch Granit Xhaka. Werden wir gleich nochmal sehen. Und 35 Millionen Ausgaben, ich habe keine Ahnung. Wir haben 105.000 Gehaltsbudget, 43 Millionen Transferbudget. Hier haben wir die Ziele, Jugendstar, Posteingang und jetzt gehen wir auf Transfers und gucken mal, was wir da bisher so hatten. Xhaka für 50 Millionen. Oh, sogar ein bisschen mehr als eigentlich in Realität. Vestergaard für 16 gekommen, dann kommt Kramer für 12, dann kommt Strobel für 7, Brouwers geht für 1 Million und Trigotta geht für 3,5 Millionen zu Frankfurt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber sieht in Ordnung aus. So, die Mannschaft gucken wir uns natürlich direkt mal im Teambericht und zwar haben wir da Jan Sommer und zwar im Kasten. Dazu haben wir noch Sippel, Moritz Nikolas und Janis Blaswig und natürlich mache ich da was relativ Logisches und zwar setze ich den auf die Leihliste und Blaswig werde ich verkaufen, auch wenn der sehr sympathisch aussieht, aber wir brauchen nur 2 Torhüter und meistens gibt es heute an der Jugendakademie und dementsprechend, ja, ich verlängere den Vertrag trotzdem, weil wenn ich ihn jetzt verkaufe und ist egal, müsst ihr nicht nachvollziehen können. Heimeroth haben wir auch noch, oh, den verkaufen wir auch, okay. 5 Torhüter-Klapper, das ist ja krass. Egal, wir brauchen auf jeden Fall nur Sippel und Sommer, das reicht, denke ich mal. Vollkommen Rechtsverteidiger, da haben wir schon mal die erste Position, wo wir ein bisschen Bedarf haben. Julian Korb sehe ich zumindest so, reicht nicht komplett aus. Ist ein guter, aber wir brauchen auf jeden Fall ein Backup. Und da wäre beispielsweise eure Aufgabe, jetzt in die Kommentare zu schreiben, wen ihr da so sehen würdet. Nico Elvedi, Christensen, Janschke, Strobel, Marvin Schulz, Vestergaard, Alvaro Dominguez, Doucouré. Wir haben eine sehr, sehr große Innenverteidigung. Doucouré werden wir versuchen auszuleihen. Alvaro Dominguez bleibt, Yannick Vestergaard bleibt sowieso. Marvin Schulz werden wir, denke ich mal, ja, auch versuchen auszuleihen, zumindest auf eine Leihliste setzen, weil
wir haben viel zu viele Spieler. Elvedi, den möchte ich eigentlich behalten. Das heißt, es wird schwer, weil wir haben schon mal Dominguez, wir haben Vestergaard. Wenn ein gutes Angebot für Dominguez kommt, könnte ich mir vorstellen, ihn zu verkaufen. Wir haben Vestergaard, wir haben Christensen, die sind gesetzt. Toni Janschke ist noch da, der kann, glaube ich, auch Rechtsverteidiger, oder? Ja, kann er, das ist gut. Dann haben wir nämlich die Position schon mal geklärt und Korb ist nur der Ersatz für Janschke. Elvedi haben wir noch. Das heißt, wir haben so gesehen 1, 2, 3, 4, 5 für, naja, zwei Positionen, die doppelt besetzt werden sollten. Wenn sich einer verletzt, okay, aber ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, ja okay, Strobel kann ich nicht verkaufen, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, Dominguez zu verkaufen und Ducouré würde ich sowieso ganz gerne ausleihen. Links haben wir dann Oscar Wendt, aber da kann auch Fabian Johnson spielen, das ist okay. Christoph Kramer auf der 6, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir da noch was Besseres haben. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Rechts haben wir Ibrahima Traoré, Jonas Hoffmann, Patrick Herrmann und dazu noch André Hahn, glaube ich, obwohl der könnte auch als Stürmer gelistet sein. Mittelfeld noch Dahoud, der sehr, sehr stark aussieht. Djibril Sow haben wir hier noch, den würde ich ganz gerne verleihen, der ist nämlich einfach noch nicht gut genug für unsere erste Elf. Nico Schulz haben wir links noch, der kann auch Linksverteidiger spielen, das heißt, das mit Johnson haben wir sowieso schon mal erledigt. Der ist auf der linken Seite noch einigermaßen gesetzt, aber hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas tun, weil das ist einfach ein Überangebot, was wir auf der rechten Seite haben, zumal ich André Hahn eigentlich auch auf rechts lassen, spielen lassen möchte. Deswegen würde ich fast schon sagen, versuchen Hoffmann mal auszuleihen für eine Saison, weil sonst wird es einfach zu voll und wir spielen noch nicht international, das heißt, die Breite im Kader brauchen wir noch nicht unbedingt. Chi William Dengel kenne ich nicht, werde ich aber auch mal ausleihen, der sieht aber ziemlich cool aus, hat der Forster-Skills, wäre auch zu schön gewesen, kann aber auch Linksverteidiger spielen. Interessant. Hazard ist auf der 10 so, ja, mehr oder weniger gesetzt, denn wir haben halt, wir haben einfach einen riesen Kader, es ist wirklich so. Laszlo Benes werde ich auch versuchen auszuleihen, Bilal Zeja werde ich auch versuchen auszuleihen, der verläuft aber sowieso in 10 Monaten aus und der ist einfach zu schwach mit 22 und 59, das heißt, wir werden verkaufen. Lars Stindl, Raphael Simkala kenne ich auch schon wieder nicht, es ist ja Hammer. André Hahn, Josip Drimic, wo ist Raphael? Ach da. Hat ihn übersprungen? Weiß ich nicht. Egal. André Hahn, Drimic. Drimic werden wir verkaufen, das ist klar. André Hahn soll auf rechts eigentlich zum Einsatz kommen. Herrmann auf links. Aber dann hätten wir halt keinen Platz für Johnson. Wir müssen allgemein schauen, weil das wird sehr, sehr schwierig, die alle unterzubringen. Ich bin sehr gespannt, wie ich das hinbekomme. Ich könnte mir auch im Notfall vorstellen, Traoré zu verkaufen, auch wenn der 80 hat, aber wenn ein gutes Angebot reinkommt. Wer weiß. Schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, wen ich verkaufen soll. Wenn ihr eventuell nicht so geil findet, würde ich mich auch für interessieren. Wir nehmen schon 12 Minuten auf. Viel mehr würde mir passieren in dieser Episode. Aber wir gehen zumindest nochmal ins Training, beziehungsweise schauen uns an, wen wir da so vielversprechendes im Kader haben. Drimic, lustigerweise, aber den wollen wir nicht trainieren. Nico Schulz, den werden wir noch aus Prinzip trainieren. Durchsetzen ist, denke ich mal, das Richtige für ihn. Dribbling brauchen wir nämlich auf jeden Fall noch. So, hier wird es jetzt interessant. Da haben wir Hazard und Dahoud. Die wollen wir auf jeden Fall auch trainieren. Hazard ist, glaube ich, hier nicht mehr so wichtig, aber das Passspiel. Lange Pässe vor allem, das ist gar nicht mal so schlecht als Zehner, dass er das nochmal ein bisschen mehr beherrscht. Dahoud dazu, eventuell auch Passspiel durchsetzen, ja, scheint da extrem gut zu sein, braucht man eigentlich nicht trainieren, das wird sich so entwickeln. Abwehr, ja, lange Pässe aber auch, deswegen machen wir es erstmal bei ihm hier so und danach eventuell auf die Abwehr nochmal ein bisschen gehen, aber er wird eher ein bisschen vorgezogen spielen. Ich plane mit einem Sechser und Dahoud ein bisschen weiter vorne, wie bei Liverpool quasi im Karrieremodus, wenn ich überhaupt so spielen sollte. Das weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass ich einmal das System von Gladbach behalte. Auch da habt ihr Einfluss drauf. Schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir in den Testspiel eventuell mal ein bisschen was ausprobieren? Sollen wir ausprobieren, Dreierkette zu spielen? Oder sollen wir auf Viererkette umsteigen? Das ist die sichere und more common Variante, also die gewöhnlichere Variante. So, hier haben wir natürlich jetzt einige. Und da ist die Frage, wen trainieren wir? Vestergaard ist gerade erst neues Rating, deswegen warten wir da. Christensen und Elvedi, Ducouré ist kurz davor, der ist mir aber zu schlecht und Elvedi ist einfach zu gut, um ihn nicht zu trainieren. Dementsprechend machen wir das natürlich auch. Und Christensen wird der Letzte sein. Das heißt, für Außenverteidiger ist leider Gottes kein Platz, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ein beispielsweise Korb jetzt vielversprechend wäre. Wir gucken mal einmal ganz kurz nach. Eventuell ist das ja so. Nee, ist nicht so. Okay, das passt dann dementsprechend auch ganz gut. Wir simulieren das erste Training und ich hoffe mal, dass es einigermaßen gut werden wird. 2-1 und wir haben DDDBB. Naja, kann man mit leben. Ist in Ordnung. So, wir gehen auch weiter und wir warten mal ab. Es gibt die ersten Transferideen theoretisch von mir jetzt noch nicht, denn ich weiß ehrlich gesagt null, was ich machen soll. Die Scout-Aufträge löschen wir aber auf jeden Fall mal, weil ich hasse diese standardmäßigen Scout-Aufträge. Wir müssen die halt auch noch irgendwo hinschicken. Das ist nochmal das große Problem. Wir haben Deutschland, Italien, Spanien. Ich schicke mal einen nach England, spaßeshalber, weil eigentlich mag es ja Gladbach auch ein bisschen auf England einzukaufen, beispielsweise in Christensen. Dann schicke ich einen nach Belgien, beziehungsweise in die Niederlande. Und der passt ja auch dazu. Und Teja, wo schicke ich den hin? Das ist die große Frage. Frankreich, England, Kolumbien, Brasilien, Portugal, Türkei. Portugal. Talente. Irgendwie, hoffentlich. Ich bin gespannt. Hat übrigens, vielleicht wisst ihr das ja, hat die
hat FIFA bzw. EA Sports die Lizenzen für die Serie A verloren, weil Calcio A und Calcio B ist ungewohnt. Vielleicht wisst ihr mehr. Gut, egal. Chievo Verona unser erster Gegner. Wir werden sowieso das European Continental Championship da oder was auch immer das jetzt ist. Hier European... Steht hier nicht. European Shield. Naja, von mir aus auch das. Ja, die werden wir simulieren und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das machen. Aber warum spielt Stindl 10 und Hazard Stürmer? Ja. Wobei können wir eigentlich auch so lassen. Wenn Stindl nicht Stürmer spielen kann, dann lassen wir es so. Strobel würde ich gerne rausnehmen eigentlich. Ich würde Banner spielen lassen, weil ich will, dass der halt gescoutet wird, beziehungsweise mal ne, gesehen wird. Wendt auf links ist in Ordnung. Janschke, Christensen, Elvedi werde ich mal rausnehmen und Dominguez reinstellen. Strobel kann sich eventuell auch beweisen, aber das will ich jetzt gerade doch für Janschke eventuell. Das passt eigentlich ganz gut. Stindl ist Kapitän. Kramer, ich plane eigentlich nicht so wirklich mit Kramer. Ich bin kein großer Fan von dem. Aber müsst ihr mal entscheiden. Wollt ihr, dass wir da irgendwie noch wen kaufen? Weil wir haben ja theoretisch auch Geld. Und ich weiß auch nicht, auf welcher Position wir wirklich was machen sollen. Aber ihr habt ja freie Hand. Ihr könnt ja entscheiden. Gut. Taktikvorlage speichern. Machen wir auf jeden Fall mal so. Und dann gehen wir ins Simulieren rein und schauen mal, was wir da gleich machen werden. Gegen Chievo Verona ist auf jeden Fall kein einfacher Gegner. Aber für Gladbach soll es normalerweise drin sein, da zu gewinnen. Wir spielen vor allem zu Hause und das ist ja in der Simulation in FIFA immer noch ein gewisser Faktor. Sonntag, 3. Juli, 20 Uhr. Wir werden uns übrigens irgendwann eingeholt haben hier in Realität, wenn wir das täglich durchhalten. Lapadula macht das 1:0 für Milan. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn wir gegen die spielen sollten. Lapadula wurde geholt von, ich glaube, Pescara und der ist gar nicht so schlecht, wenn das Lapadula ist. Raphael, Überraschung, Überraschung, macht das 1:0 für uns. Hazard legt gleich mal nach mit dem 2:0. Das sieht doch schon mal sehr, sehr souverän aus. Hermann kommt für Benesch rein. Ich weiß nicht, warum er jetzt zentrales Mittelfeld spielt, aber auf scheint es zu funktionieren, denn wir führen noch mit 2:0. Christensen kriegt gelb, aber ansonsten passiert, glaube ich, nicht mehr viel und wir gewinnen das Ganze hier mit 2:0. Sehr souveräner Auftakt auf jeden Fall und wir werden auch die beiden anderen Spiele in dieser Episode noch simulieren. Dann sind wir so bei 20 Minuten und ich denke mal, das passt ganz gut, auch für euch zum Überlegen, wo sollten wir eventuell nachbessern. So, wir simulieren weiter. Vertragsverlängerung von Jannis Blaswig. Das heißt, den können wir gleich ruhigen Gewissens für gutes Geld verkaufen und müssen ihn nicht verscherbeln für Untermarktwert. Das ist ganz cool. Benesch hat sich anscheinend nicht so gut gemacht, beziehungsweise, naja, was heißt nicht so gut? Seine Form ist nicht oben, aber das macht auch nichts. Wir packen jetzt Schulz in die Innenverteidigung hier und packen ins Mittelfeld einfach mal Dahoud rein und Christensen nehmen wir raus und packen dafür Vestergaard rein, damit er auch mal seine erste Gelegenheit kommt, sich zu präsentieren. Dazu nehmen wir Hazard nicht raus. Ne, packen wir auf rechts, aber einfach mal den Kollegen Hofmann, den wollen wir verleihen. Auf links packen wir Johnson und vorne rein packen wir mal Hahn für Raphael. Ich werde allgemein relativ viel rotieren während dieses Karrieremodus, aber weil Gladbach einen extrem breiten Kader hat und ich denke mal, das sollte auch verständlich sein und die Spieler sind vor allem auch alle sehr, sehr gut oder auf gleichem Level, von daher kann man das locker, locker machen. Gegen Turin auswärts, die haben das erste Spiel auch gewonnen gegen Celta Vigo, das ist gar nicht mal so schlecht, mal sehen, wie es gegen uns laufen wird. Haben vorne auf jeden Fall einen sehr interessanten, beziehungsweise auch sehr gefährlichen Stürmer, dessen Name ich mal verlasse, ich glaube, genau, Belotti, ich wollte Beloschi sagen, aber gut, Jago Falke, Ljajic ist auf jeden Fall nicht schlecht, Zenit führt durch Jascho gegen den AC Milan, Pato macht das Tor für Villarreal gegen Stade Rennes und wir warten ab, was hier passieren wird und ob irgendwas passieren wird. 45 Minuten nichts passiert, 0:0 am Ende. Kann ich mitleben, ist ein Punkt, ist kein Gegentor. Sommer hält seinen Kasten dicht und unsere Defensive scheint zu funktionieren. Besser geht's doch gar nicht. Damit können wir ins dritte Spiel beruhigt reingehen, denn ich glaube, wir sind sowieso schon weiter. Ja, 4 Punkte, Celta Vigo und Chievo Verona. Chievo kann uns wahrscheinlich nicht mehr überholen, außer sie gewinnen. 2:0. Ist ja auch egal. Und naja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus, würde ich mal so behaupten. André Hahn und Stindl, die ersten Transferangebote. Aber ich glaube nicht, dass wir das machen werden. 25 Millionen für André Hahn. Eher 30. 30 Millionen für André Hahn. Er ist halt stark und vor allem momentan in der Realität richtig gut in Form. Deswegen wird er gehypt. 19 Millionen für Stindl. Ablehnen. Er ist unser Kapitän, den werden wir natürlich nicht verkaufen. Auf gar keinen Fall. Außer ihr sagt jetzt, Stindl hassen wir, den wollen wir weghaben. Ex-96er. Max, du bist 96-Fan. Du bist so parteiisch. Verkauf den. Kann ja auch sein. Wer weiß. Transferangebot für Alvaro Dominguez. Jetzt wird es interessant. 4,6 Millionen von Leicester. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Da gehen wir mal auf 7,6 hoch. Ein bisschen über Marktwert. Er ist zwar auf Transferliste, aber verschenken müssen wir jetzt auch wieder nicht. Auch wenn er zu Leicester eigentlich ganz gut passen würde. Oder was meint ihr? Ich bin gespannt. Vielleicht soll man Dominguez ja auch gar nicht verkaufen. Ich werde jetzt noch keine Entscheidung fällen. Außer sie haben es jetzt angenommen. Haben sie aber nicht. Von daher macht keinen Stress. 19 Millionen für Hazard. Das lehne ich auch einfach ab, weil Hazard möchte ich überhaupt nicht verkaufen. Der ist viel zu gut dafür. Ich denke mal, den kann man auch so behalten. Nationaltrainer, Borussia MG, naja, Mönchengladbach ist auch schwer zu schreiben und zu sprechen, vor allem für Engländer, vor allem, beziehungsweise deswegen lassen wir das einfach mal so. Training machen wir noch einmal zum Abschluss dieser Episode, wir können bereits steigen in einigen Ratings, beziehungsweise in einigen Stats, das ist ganz schön, eventuell auch schon ein Rating, nee, ist überhaupt nicht wahrscheinlich, aber Hazard mit einem A, zweimal C, einmal D, einmal F,
Ah, Nico Schulz, das geht auf jeden Fall noch besser. Erste Leistung war ein D, jetzt ein F. Ich weiß ja nicht, aber gut. Eine Meldung haben wir noch. Natürlich, wenn jetzt einer annehmen sollte und sagen, hier, 30 Millionen ist okay. Ist aber nicht so, sehen wir ja selber. Passt also ganz gut. Und dementsprechend lassen wir Nico Schulz jetzt einfach spielen gegen Celta Vigo und beenden danach auch direkt schon mal die Episode. Ich weiß, geht alles relativ schnell gerade, aber ich will die Episode auch fertig kriegen und ich will sie vor allem schnell hochladen für euch. Und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, ihr sollt ja entscheiden. Ich kann ja momentan noch nicht viel machen. Ich muss mich ein bisschen nach euch richten. Ich werde natürlich auch mich, ich habe selbst Veto, ich kann selber Einspruch erlegen und ich werde, oder Einspruch einlegen und ich werde natürlich die Entscheidung selber auch fällen, aber ein bisschen Mitspracherecht sollte auch haben. Links kommt Nico Schulz hin, rechts kommt Patrick Herrmann mal hin, damit wir jeden mal gestartet haben. Vorne kommt Drimmitsch hin. Auf die 10. Nee, aber Kramer kann eigentlich mal rauskommen. Und wen packen wir dafür rein? So. Korb. Ach, du kannst auch locker Zeit wechseln spielen. Ja, das passt schon. Das passt schon. Westergaard geht raus. Janschke kommt rein. Rechts kommt Dominguez hin. Und damit gehen wir dann, obwohl Strobel kann eigentlich auch mal raus, Elvedi, und Sippel mal in den Kasten. Oder wir sind ja sowieso schon so gut wie weiter, damit der auch mal Spielpraxis bekommt und zumindest diese Saison ein Spiel gemacht hat. Sommer wird ja wahrscheinlich nicht ausfallen. Bin ich mal gespannt. Übrigens, das müssen wir vorher machen. Nee, machen wir danach. Machen wir danach. Celta Vigo simulieren wir natürlich wieder das Finale, beziehungsweise Halbfinale eventuell auch schon, werden wir übrigens spielen. Keine Sorge, ich glaube eher das Finale. Müssen wir mal schauen. So, Gladbach gegen Celta Vigo. Die spielen mit Naranjo, Iglesias, Sisto. Piones Sisto ist ein sehr guter Spieler. Was? Fernandez, Radoya. Ist kein schlechter Kader. Sind ja, glaube ich, auch in der Euroliga, wenn ich mich recht erinnere. 35 Minuten, nichts passiert. Langsam könnte was passieren. Dahoud macht das 1-0 ausgerechnet. Dahoud, wir haben zwei Stürmer mit Drimmitsch und Hahn und die treffen nicht, sondern Stindl. Also unser Mittelfeld ist torgefährlich. Das sollten wir auf jeden Fall dann schon mal merken für die kommende Saison. Außer Distanz draufballern, das könnte helfen. Rossi kommt noch rein bei Celta Vigo. Gefährlicher Stürmer. Bringen tut's nichts. Wir gewinnen 2-0. Damit 4-0 Tore und 7 Punkte aus der Gruppenphase. Kann man auf jeden Fall so machen. Wir sollten Erster sein und mal sehen, gegen wen wir im Halbfinale spielen. Das ist immer noch so ein bisschen interessant. Gegen Stadren. Das andere ist, sehen wir nicht, aber wahrscheinlich Milan drin. Und bin ich mal gespannt. Vielleicht treffen wir ja im Finale direkt mal auf Milan. Turnierpreisgeld 2 Millionen. Dortmund sagt 19,5 Millionen für André Hahn. Das lehnen wir aber direkt mal ab, weil Hahn möchte ja auch gar nicht verkaufen. Dazu haben wir noch drei andere Angebote. 5 Millionen für Alvaro Dominguez. Das ist immer noch zu wenig. Wir gehen mal ein bisschen entgegen auf 7 Millionen. Ich weiß aber nicht, warum Leicester sowas von wack bietet. Wahrscheinlich tatsächlich, weil er auch Transferliste ist. Und 8 Millionen von Hertha für Josip Drimmitsch, vor allem, weil es ein direkter Liga-Konkurrent ist. So, ich würde sagen, das passt ganz gut. Schulz wird sich jetzt bedanken dafür, dass er spielen durfte. Habe ich mir doch fast schon gedacht. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Episode. Und zwar kommen wir zum Jugendstab. Genau, Jugendstab. Da wollen wir jetzt direkt mal gucken. Beziehungsweise da möchte ich euch fragen, wollt ihr, dass wir Jugendscouts einstellen? Wenn ja, wie viele? Ich werde natürlich nur mindestens 4-Sterne-Scouts einstellen. Aber hier haben wir einen 5-Sterne-5-Sterne-Scout. 4 Millionen kostet der. Sollen wir den holen und sollen wir auch weitere 5-Sterne-5-Sterne oder 4-Sterne-5-Sterne-Scouts holen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Normalerweise sind 3 Scouts immer ganz gut. Wir wollen auch ein bisschen auf Jugendarbeit gehen. Aber wie gesagt, ihr entscheidet. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Like die anderen Kommentare hoch, wenn sie euch gefallen. Wenn da irgendein Transfer steht, schreibt nämlich doppelt und dreifach rein, sondern like die Kommentare, wenn ihr sie seht. Und ich denke mal, dann haben wir nächste Episode relativ viel Spaß wieder. Die nächste Episode kommt hoffentlich morgen. Ich hoffe, diese hier hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da für die erste Karrieremodus-Episode in FIFA 17. Nächste Woche am Montag geht's los mit Hannover 96. Donnerstag geht's weiter mit Manchester City. Könnt ihr euch drauf freuen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.